Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit, Addict 102, Stacks 102, Uber XL, wir hauen rein. Es wird ein Überbrett aus Überbrettistan. Let's go Leute, Premiere. Da ist sie. Komm schon, das wird der pädagogische Track für die nächste Corona-Klassensitzung im Unterricht. Jetzt geht's richtig rund, Alter. Bumm. Uber XL, 100 Gramm an den Eiern. Fahr herum, Taxi-Driver, keine Zeit mehr. Bin beschäftigt, ich muss weiter, immer weiter, immer weiter. Warte, halt mal da am Spätkauf an, Dicker, ich brauch Feinbrand. Bam. Ah. Das geht direkt in die Fresse, das ist richtig aggressiv, das ballert auf jeden Fall. Das ist asozial All-Stars-Feeling, Alter. Nice, gefällt mir mega gut. XL, 100 Gramm an den Eiern. Fahr herum, Taxi-Driver, keine Zeit mehr. Bin beschäftigt, ich muss weiter, immer weiter, immer weiter. Warte, halt mal da am Spätkauf an, Dicker, ich brauch von dran. Werde Montagmorgen wach, frag, was stell ich heute an? Bestell ich heute was oder verschwende ich heute den Tag? Ah, Digga, Stax hat auch so eine kranke Stimme einfach, ne? Diese ultra-aggressive Stimme. Ich feiere seinen Part von Fertigessen zum Beispiel immer noch so ultra-krank einfach, weil er einfach, ich schwör's dir, der schreit dich so an, Alter. Das ist so ein unglaublicher Druck in der Stimme auch. Mega, mega feierbar, Alter. Das Handy klingelt, Daddy spricht, Diggi, komm vorbei. Ruf mir schnell ein Uber, ob mein Paypal wohl noch reißt. Die Meldung kam grad rein, mein Auto ist gleich da. Ich rauche ein, zweimal. Alter, was ein Part bis jetzt, Mann. Krass, einfach nur. Einfach nur Vollgas nach vorne, ja. Was anderes war bei der Kombo von den beiden auch eigentlich nicht zu erwarten, als einfach voll in die Fresse. Passt einfach mega gut. Die beiden passen echt gut zusammen. Eigentlich passen die, ja, was soll ich sagen, die von 102 passen alle mega gut zusammen. Aber bei der Kombo war natürlich auch abzusehen, dass es wirklich voll aufs Aggressive geht, hier so voll nach vorne. Gerade beim ersten Release, was die beiden jetzt zusammen, glaube ich, raushauen, jetzt neu, also geht gut nach vorne. Geht richtig gut nach vorne, Alter. Allem Stress, lass mich doch mal gucken, habe ich mein Ort vergessen? Uber XL, 100 Gramm an den Eiern. Fahr herum, Taxi-Driver, keine Zeit mehr. Bin beschäftigt, ich muss weiter, immer weiter, immer weiter. Warte, halt mal da am Spätkauf an, Dicker, ich brauch ein Blatt. XL, 100 Gramm an den Eiern. Fahr herum, Taxi-Driver, keine Zeit mehr. Bin beschäftigt, ich muss weiter, immer weiter, immer weiter. Warte, halt mal da am Spätkauf an, Dicker, ich brauch Feinbrand. Ich muss. Ich kenn fast keinen, was heißt fast keinen? Ich glaube, ich kenn keinen, der in Kombination aus Stimme, Betonung, einfach wie er alles rüberbringt, auch vom, wie er es im Video rüberbringt und so von seiner Performance. Ich kenne niemanden, der asozialer rappen kann, glaube ich, als Addict 102. Alter. Das ist unglaublich, wie er da einfach hinten in diesem fucking Van sitzt und einfach nur performt und asozial ist. Es ist einfach nur zum Todfeiern, wirklich unnormal. Mal bin beschäftigt, ich muss weiter, immer weiter, immer weiter. Warte, halt mal da am Spätkauf an, Dicker, ich brauch Feinbrand. Ich muss weiter, immer weiter, im Zeitplan, weil ich nicht frei hab. Was für Maybach, Beifahrer sitzt keiner hinten, mindestens zu zweit, Mann. Blick aus dem Fenster, Kontrollgriff an den Taschen. Ich sitz im Benzer, was sollen die ganzen fragen? Boah, Alter, ich glaube, ich schlag gleich jetzt mal irgendwas kaputt, Mann. Digga, das ist so brutal, ey. Richtig, richtig brutal, einfach nur heftiges Brett. Ich hab's predicted, Leute, ja. Es wird ein Brett. Und es ist ein absolutes Brett, Alter. Ja, ich bin
Rapper, er fragt, wie ist die Lage? Es läuft immer, immer besser, sonst wär ich nicht in dein Wagen. Kannst du noch paar Meter vor? Wofür bezahl ich denn? Lass mich deine Karre lenken, Dicker, ja, ich kenn die Strecke. Interessiert mich gerade wenig, ob die Ampel gerade rot ist. Sorry, will nach Hause, weil ich schon wieder verkokst bin. Ey, Junge, Alter, es ist wirklich einfach nur... Ich glaube, die haben einfach brutal Spaß dabei, ja, wenn du dir das so anguckst. Die machen eigentlich nur, ey, unglaublich, wirklich einfach feierbar, Mann. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal 102 gesehen habe, weil es mir vorgeschlagen wurde, und es war der Song Arbeitslos. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, wo bist du hier gelandet? Und mittlerweile denke ich mir eigentlich immer noch dasselbe, aber ich feiere es auf jeden Fall. Weil ich schon wieder verkokst bin. Mach die Kippe aus, er sagt, das sei verboten. Ich komm mir nicht mehr raus, der Anschlag wird verknotet. Uber XL, 100 Gramm an den Eiern. Fahren, Taxi-Driver, keine Zeit, man bin beschäftigt, ich muss weiter. Immer weiter, immer weiter. Warte, halt mal da am Spielkopf an, Dicker, ich brauch Feinbrand. Uber XL, 100 Gramm an den Eiern. Fahren, Taxi-Driver, keine Zeit, man bin beschäftigt, ich muss weiter. Immer weiter, immer weiter. Warte, halt mal da am Spielkopf an, Dicker, ich brauch Feinbrand. Ja, geil. Geiles Teil. Richtig schön aggressiv nach vorne in die Fresse. Gutes Ding. Moin im Mai 2020. Addict 102, Stacks 102. Freue ich mich mega drauf. Habe ich mega Bock drauf. Sehr geile Kombo auf jeden Fall. Die zwei passt mega gut zusammen. Sorry, dass ich am Anfang die Hook pausiert habe. Habe ich gar nicht so gepeilt irgendwie. Fällt mir gerade mal auf. Man darf ja normal in der Hook nicht pausieren. Ich weiß. Deswegen sorry nochmal. Also geiles Ding auf jeden Fall. Leute, ihr wisst Bescheid. Lasst Supporter, aber ich glaube, das brauche ich euch gar nicht sagen, weil gefühlt die Hälfte meiner Abonnenten sind sowieso 102-Fans. Und deswegen werdet ihr das sowieso tun. Ja, 102 wird sowieso hier auf dem Channel immer kommen. Da bleiben wir auf jeden Fall stabil dabei. Wie gesagt, checkt alles aus, was die Jungs da releasen. Supportet das. Hoffen wir mal, dass die Tour stattfinden kann. Wir wissen ja alle noch nicht, wie lange die ganze Sache dauert mit dem Corona-Gedöner und so. Ihr wisst Bescheid, ne? Ich denke, ihr lebt alle nicht hinterm Mond. Hoffen wir mal, dass die Tour ganz normal stattfindet und so weiter. Ich denke eigentlich, das sieht ganz gut aus von den Daten her. Ja, hoffen wir alle das Beste, Leute. Bleibt auch in dieser Zeit gesund und munter. Ich wünsche euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, Leute, macht es gut, haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.